Ja, ich weiß nicht, wie es euch so ergeht, aber bei mir kommt es doch recht oft vor und ich kontrolliere das auch immer wieder regelmäßig, dass ich das Fahrzeug zum Beispiel verlasse und der Wagen sich nicht automatisch verschlossen hat. Seitdem gehe ich also immer wieder hin und wenn ich das Auto verlasse, mache nochmal ganz kurz die App auf, prüfe, hast du zugemacht, hast du nicht zugemacht und erst dann, wenn ich mir ganz sicher bin, dass es sich entweder selber verschlossen hat oder ich das dann manuell nochmal gemacht habe über die App, dann entferne ich mich vom Fahrzeug. Also das ist mir schon des Öfteren passiert. Was mir auch oft passiert ist jetzt, dass ich eben zum Fahrzeug komme und es sich nicht von alleine öffnen lässt. Das heißt, man nähert sich mit dem Handy und der Wagen geht nicht auf. Was muss ich machen? Ich muss dann oft zum Beispiel das Handy, also die App aufmachen und wenn ich die App öffne in der Nähe des Fahrzeugs, dann geht er dann auf. Was da manchmal ein bisschen blöde ist, das ist, wenn man, sag ich mal, vielleicht in der linken Hand jetzt eine Tasche hat oder wie ich jetzt eine Kamera zum Beispiel und hat nur eine Hand frei, dann ist es manchmal ein bisschen umständlich. Dann ist es ganz praktisch, wenn man Folgendes machen kann. Ich zeige euch das mal. So, ich habe jetzt hier mein Handy und das hat eine magnetische Hülle. Achtung! Das heißt, ich lege das hier hin. Das hält also jetzt schon mal so von alleine, kann das dann öffnen. Also er öffnet sich aber dann, wenn ich die App öffne, öffnet sich auch der Wagen, ja. Das Gute ist, dass es so kräftig ist, selbst wenn man das mal vergessen sollte, kann ich also locker den Kofferraum hochfahren. Und ich bin ja hier noch in der Hotelgarage in Italien. Und wie man sieht, hält das wunderbar daran fest, passiert also nichts. Das habe ich schon tatsächlich des Öfteren gemacht. Und jetzt machen wir wieder zu. Und die Sache ist durch. Was auch sehr oft ist, dass ich die Hände voll habe irgendwie, Wagen öffnet sich nicht, komme jetzt auch nicht ans Handy dran. Dann benutze ich sehr oft meine Uhr auch. Das heißt, ich habe ja immer hier meine Uhr an. Und da gibt es ein paar Videos zurück, auch eine Erläuterung zu. Und dann kann ich dann auch sehr gut mit einer Hand dann über die Uhr sozusagen das Auto öffnen. Das ist hier in Italien nicht so ganz so einfach mit der Uhr. Aber wenn die Uhr normalerweise in Deutschland autark ist, ist sie das hier nicht. Das heißt, das Handy muss tatsächlich hier in der Nähe sein, weil diese eSIM, da gibt es irgendwie noch kein Abkommen hier in der Europäischen Union. Das heißt, hier in Italien geht die eSIM nicht ins Netz. Ich kann damit auch nicht telefonieren, also autark. Das heißt, wenn ich draußen hier irgendwo rumjogge, kann ich nicht irgendwo anrufen. Das geht nicht und Internet geht auch nicht, was in Deutschland ja funktioniert. Da muss also das Handy praktisch dabei sein, ja. Aber hier mit der Magnet Hülle finde ich eigentlich nicht schlecht und damit verabschiede ich mich hier nochmal aus dem Urlaub aus Italien, tiefsten Italien und sage, der Jörg, bis demnächst. Tschüss. Ja, für all die, die immer etwas länger gucken, Extended Version, ich zeige euch mal ganz kurz. Ich wollte jetzt nochmal ein bisschen laden, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte 53% oder sowas im Akku. Müsste ich jetzt nochmal nachschauen und ich gehe mal so auf 60, also brauchen wir noch 7%, die holen wir uns jetzt. Also einmal hier Starkstrom, was ich gar nicht benutze, wäre mir viel zu schnell. Also hier nehme ich ganz normal die Steckdose. Ja? An der Steckdose ist hier ein langes Kabel, es liegt da unten rum, auch schon ziemlich alt. Und ich habe jetzt gemerkt, hier ist übrigens mein Abzieher, habe gemerkt, dass die Steckdose auch nicht mehr so prickelnd ist. Die war auch schon ziemlich deformiert. Und habe ihn ein bisschen zurecht gedrückt. Und da können wir jetzt sozusagen hier unseren UMC, stecke ich jetzt hier einfach mal ein. Und gut, mit einer Hand ist das ein bisschen schwierig, aber geht. Dann geht er an. Und dann versuche ich das alles mal mit einer Hand für euch zu machen. Dann gehe ich hier mal rüber. Wie gesagt, hier haben wir so das Kabel. Damit das Ganze jetzt nicht hier rumhängt, öffnen wir mal hier den Port. Also das kann ich entweder machen, indem ich hier drauf drücke mit dem Finger. Das habe ich jetzt mal gemacht. Oder eben auch über den Stecker. Da ist vorne so ein Knopf dran. Und den haue ich jetzt einfach mal da rein. Und dann wieder meine Spule, damit das alles nicht nass wird. Achtung! Hat es geklappt? Nee, ich glaube nicht. Nee, das war nichts. Jetzt. Okay, da war ich irgendwie schräg. Es muss also grün werden, sonst lädt er nicht. Aber mit einer Hand war es jetzt ein bisschen kompli. Gut, die Tüte habe ich jetzt erstmal abgemacht. Einige Leute, die meinen Kanal beobachten, wissen das ja. Ich hatte hier so eine Tüte drauf, aber ich mache mal eine neue drauf. Und der liegt mir jetzt auch zu tief.
Wobei, das könnte man eigentlich so liegen lassen. Aber ich könnte natürlich auch noch eine Wicklung machen. Wenn ich so noch eine Wicklung mache, dann hängt er da schön in der Luft. Die Steckdose ist auch noch nicht in der Feuchtigkeit. Und das passt. Ja, wunderbar. Hier liegt die hier. Geht hier um die Ecke rum. Und dann da rein. Ja, wie gesagt, das mache ich jetzt schon seit... Wie lange bin ich jetzt schon hier? Seit 8 Wochen, glaube ich. Ja, nicht ganz so lang, aber funktioniert hervorragend. Viele Grüße aus dem tiefsten Italien. Der Jörg, macht's gut. Ciao.